Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich habe gerade schon mal ein bisschen was zusammengewürfelt, damit ich hier mir diese neuen Armschienen, oder wie die Dinger heißen, bauen kann. Wie heißen die? Barachangauer Gaunerhandschuhe. Alles klar. Genau die habe ich mir gebastelt, denn die sind doppelt so stark vom Rüstungswert wie die, die ich jetzt habe. Deshalb machen wir das mal so. Bin ich ein bisschen besser ausgerüstet. Kann den Quatsch, wenn ich noch ein bisschen Platz habe, zack und zack, das kann auf jeden Fall weg. Dann ist die Frage... Das Schwert habe ich auch mal zurück. Das weg und dann haben wir ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall. Ebenso dieses und jenes. So, dann würde ich sagen... Was ist denn? Ach so, das ist voll. Nur mal so. Dann hauen wir das damit rein. Die gesalzenen Beeren waren ganz gut. Was ist das denn hier eigentlich? Wasser ist lebensnotwendig. End of story. Doch nicht immer sauber. Man riskiert immer Krankheit, wenn man aus einer unbekannten Wasserquelle trinkt. Die Menschheit hat zahlreiche Methoden entwickelt, um Wasser zu reinigen, von Kohle bis Abkochen. Sehr schön, das ist also super safe water, aber... Kann ich das denn umfüllen irgendwie? Achso, das sind die Deko-Sachen. Mal schauen, was es hier so gibt. Einige von euch haben mir die Axt empfohlen. Aber die ist hier... Achso, was ist denn eigentlich mit diesem Alchemietisch? Leder und Aleblätter. Wundverbände. Violettes Heilmittel. Schlangengiftdrüse habe ich, glaube ich, nicht. Gelblotusblüte. Ein Trank, der Halluzinationen und Visionen hervorruft. Ein Gift, mit dem Dolche bestrichen werden können. Hatte ich hier nicht eigentlich noch? Das Safe. Bau... Weapons, so. Das ist dann tatsächlich auch nur diese eine Waffe. Eine schlichte Axt aus Eisen. Gesundheitsschaden 19 ist halt nichts, ne? 26, wenn ich bedenke, ich habe jetzt 34. Falcata. Krieger. Epische Einhandwaffen. Woran mangelt es hier, dass ich das... Sternenmetallwerkzeuge. Okay. Ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Verteidiger habe ich und Eisenwerkzeuge habe ich auch. Irkanischer Bogen. Ein aus einer Seidensehne
und Essen angefertigter Kompositbogen. Gesundheitsschaden 11. Stahlwerkzeuge habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Also ich habe die Fähigkeit, aber gebaut habe ich noch nichts. Aber ich will auch erstmal nur so ein bisschen schauen. Räuberrüstung, Rüstungsmacher, Meister. Mhm. Was haben wir denn hier noch? Mhm. Rasierrinde. Ein Streifen Rinde eines Baumes. Zimmermeister. Aber ist dieses Zimmerzeugs hier nicht alles nur dieses Deko-Dings? Demontagebank. Eine Werkbank für das Zerlegen von Rüstungen und Waffen. Ja. Machen wir mal Fischer für den Moment. Seven. Ist das Landwirtschaft? Ja. Zwirn und geformtes Holz. Immer noch was davon da. Zwirn habe ich. Geformtes Holz könnte oben sein. Sehr schön. Geh mal weg. Logisch. Reicht das an der Stelle oder? Das wäre natürlich super, denn das ist immer noch oben rechts eine Aufgabe von mir. Einen Fisch fangen. Was will er haben, die Dinger hier, ne? Zack. Und die werden jetzt quasi hergestellt. Okay, alles klar. Okay. Also so, hier schauen wir nochmal eben rein. Was macht Black Beauty? Noch nicht viel. Bei der Hälfte. Ja, ich habe auch gelesen, dass das Haus zu klein ist. Ich merke das auch allmählich. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass das hier fertig ist. Das ist schon klar, dass ich das ein bisschen ausbauen muss irgendwie. Muss nur irgendwie schauen, wie ich das hier mache, weil das doch recht uneben ist. Aber in jedem Fall brauche ich immer Material. Ob Holz oder Stein. Und ich brauche vor allem auch Rinde. Um die Gerberei war das, glaube ich, am Laufen zu halten. So, dann wollen wir uns mal um die Ottos hier kümmern. Ach Gott, das ist mal er.
Hohoho. Das ist ja ordentlich. Ach, die haben gar keinen Bogen. Sehr schön. Die haben aber leider auch keine Kiste. Na gut. Sehr gut, weiter so, weiter so. Morgen. Na, alles klar? Ja, dein Rücken, ne? Ich weiß. Wenn ich so laufen würde. Mal schauen, was da vorne los ist. Ich glaube, die haben auch keine Kiste. Someone's coming. Someone's coming. Leute, ganz ruhig. Verkrüppelt. Hier. Yeah. Oh, wie brutal das ist. Aber gut. So, und dieses Relikt, von dem hier gesprochen wird, ist wohl hier links am Flussende. Das ist ein Stückchen entfernt und ich will jetzt sowieso erstmal das Zeug hier abladen. Weiß nicht, ob ich in dieser Folge hingehe, aber gut zu wissen ist es allemal. Und jetzt schauen wir erstmal, ob ich die Fisch-Challenge abschließen kann. Und so. Dann wollen wir mal gucken. Unappetitlicher Fisch, exotischer Fisch. Ach, sehr cool. Warte mal, kann ich da nicht gleich neue reinhauen? Doch bestimmt welche gesammelt, ja, wollte gerade sagen. So, das hätten wir. Dann, alle gesammelten Steine möchte ich jetzt erstmal zu Ziegeln verarbeiten, weil ich gesehen habe, da brauche ich... Ah ja, da ist noch ordentlich Kohle drin. Sehr schön. Mache ich das jetzt erstmal da rein, ob ich das tatsächlich hier alles noch brauche oder ob das nachher viel zu schwach ist. Wird sich zeigen, aber für den Moment machen wir es so. Ich das erstmal da rein als Lagermöglichkeit. Was haben wir noch? Ah ja, Fisch. Fisch.
Rohes Fleisch ist für hungernde und verzweifelte Menschen. Hierbei handelt es sich um das Fleisch eines Fisches aus den Gewässern im Land der Verbannten. Dieses Fleisch ist außergewöhnlich nahrhaft. Allerdings sind sich die Weisen des Landes nicht einig, ob dies dem exotischen Geschmack oder der aufregenden Fischerei geschuldet ist. Jetzt ist natürlich die Frage, und einige von euch haben das mehrmals erwähnt, trocknen und konservieren. Kotchen? Nee, wo, unter was fällt das denn? Ah, hier. Spezielles Regal, ein Ofen oder ein Trockenofen kann mit etwas Geschick zum Trocknen gewisser Materialien verwendet werden. Da denke ich halt bei Fisch irgendwie dran, aber es wird sich zeigen. Zack und zack. Und die Rinde, die habe ich ja auch. Tatsache. Getrockneter Fisch. Und jetzt ist die Frage, gilt das auch für jegliches Fleisch? Leute, ich habe hier doch gerade eben Fleischfetzen reingehauen. Die waren fertig schon, oder was? Zehn Minuten. Schaue ich gleich nochmal rein. Ich hau nochmal ein bisschen was in den Fischdings. Wobei, wäre wahrscheinlich klüger, einfach noch so ein Ding zu bauen. Nicht die Dinger. Erstmal so. Weiß ich, dass ich das am besten immer mitnehmen sollte, diese kleinen Viecher. Die kann ich ja schon mal rübernehmen. Schmackhafter Fisch. Das kann ich hier mit reinhauen. Zack. Vielleicht eine blöde Idee, aber will das Fohlen vielleicht einen schmackhaften Fisch haben? Wird einem leider nicht angezeigt, ne? Das muss man dann einfach wissen oder herausfinden. Das scheint jetzt aber nichts bewirkt zu haben. Bei dem anderen Stück Fleisch schien so ein kleiner Sprung zu passieren. Wäre natürlich cool, wenn man dann so einen Hinweis bekäme. Aber gut. Muss ja nun nicht sein. Was ist denn hier los? Mal hört das einfach auf, kann das sein? Ich hatte doch was drin, oder nicht? Ach, das wird aus mehreren Fischen gemacht, so wie es aussieht. Ich das Verdorbene einmal hier noch rüber und hier noch irgendwie so Krempel rein. Ich weiß nicht, diese Samen zum Beispiel. Dann habe ich da noch Holz. Das geformte Holz kann ebenfalls rüber. Harz, ja. Das haben wir hier. Sehr schön. So, dann haben wir diese Kugel. Was ist da drin? Violettes Färbemittel. Naja, mach mal hier. Färben. Ach, das sind verschiedene. Hm.
Ja, man darf es dann auch nicht übertreiben. So, Leute. Wie so ein König. So, dann hätten wir das. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich hier alles mitnehmen muss. Ja, das ist schon okay, glaube ich. So, die Rinde ist drin. Was haben wir hier? Nee, das. Was ist das hier? Glas. Obwohl die Glasherstellung ein recht einfacher Prozess ist, können es sich nur die Reichen leisten, ihre Häuser in Glasornamenten zu schmücken. Glas bietet Schutz vor den Elementen, gibt den Blick nach draußen frei, ist aber leicht zu zerstören. Okay, also tatsächlich für Fenster. Elfenbeinpfeil. Hier ist doch irgendwas dazugekommen. Oh, Stahlsichel. Ah, ich brauche dringend Schwefel und noch ein bisschen Teer aus der Gerberei und dann kann ich hier vielleicht mal was Krasses bauen. Waffenreparaturkit, Stabmesser. Einfacher Aufsatz für stumpfe Waffen. Einfaches Verstärkungskit. Eine Verstärkung, die die Haltbarkeit von Waffen und Rüstungen erhöht. Das hätte ich ganz gern. Einfaches Waffenschaden-Kit. Ein Beutel voller unerfreulicher Objekte, die zur Erhöhung des Schadens an Waffen angebracht werden können. Öl. Oil. Das Öl kann ich wahrscheinlich da drin lassen. Jetzt ist die Frage, wie das funktioniert. Dieses Objekt kann nicht verschoben werden. Ablegen, aufteilen, Info. Bringst du diese einfache Verstärkung an Waffen oder Rüstungsteilen an, erhöht sich deren Haltbarkeit geringfügig. Beschädigt. Ah, I see. Stahlbarren. Habe ich noch welche? Stimmt, stimmt. Das habt ihr auch gesagt. Habe ich natürlich nicht. Haha. Vielleicht oben noch? Manchmal lege ich die Sachen in den merkwürdigsten Ecken ab. Das muss auf jeden Fall aufhören. Da. Reparieren. Fertig? Sehr schön. So, jetzt kommt das darauf. Zack. Wollte ich doch sagen. Dicke Haar, das könnte schwierig werden. Das könnte schwierig werden. Dicke Haut. Zack. Das hätten wir. Super 1A, Leute. Dicke Haut kommt zurück. Sowas wie eine Fackel brauche ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich habe die Tageszeit auf sehr lang eingestellt. Einfach, weil ich da jetzt in der Nacht keinen Sinn gesehen habe. Das braucht sie nicht, habt ihr gesagt.
Ja. Kann ich sie doppelt modifizieren? Ah, nee. Danke für die Antwort. Zack, liebe Leute. So nämlich. So, auch hier, da muss ich mich noch reinfuchsen. Aber für den Moment ist doch alles erstmal ganz okay. Ich wollte mir die Ziegel einmal holen. Und ein bisschen Landschaft bauen. Landwirtschaft, besser gesagt. Mach mal hier hin. Was ist das denn da? Das sind doch die Samen hier, wenn ich das richtig sehe. Und das da? Das wird leider auch nicht angezeigt. Ja, bringt nur nichts. Naja, das wird so eine Art Dünger sein oder so, nehme ich mal an. Die Frage ist halt, wie, wo, warum? Okay, weiß ich leider nicht, Leute. Warte mal. Eisenverstärkung. Was will er dafür haben? Ein paar Barren. Dann baue ich lieber ein paar große Kisten. Ich wollte jetzt nämlich eine bauen für Nahrung und so. Alles, was so ein bisschen noch Essen ist und vielleicht überall so ein bisschen rumliegt. Auch die Tränke und sowas. Verbrauchsgegenstände, sage ich mal. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich glaube, es ist okay. Was habe ich denn sonst noch dabei? Die Stahlbarren sind drin, das Holz... Ja, aber das kann ich ja später machen. Das dauert ja ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, ziehe ich so mal los. Ich nehme mal ein paar... Nee, warte mal. Das hier wird ja wie repariert? Stahl, ne? Die mit. Ja, dann mache ich auch das gereinigte Wasser mal raus. Ich brauche auch nicht so viele davon. Äste brauche ich jetzt auch nicht. So, 38 und ich kann die Attribute natürlich noch ein bisschen stärken. Wie viel haben wir denn? 2. Potenz bestimmt das maximale Gewicht, das du tragen kannst. Ich glaube, Vitalität ist nicht ganz verkehrt. Ja, da warte ich mal noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, ziehen wir uns hier einmal das rein. Und dann begeben wir uns
eine lange Reise zum Ende des Flusses und schauen mal, was es da mit diesem Relikt auf sich hat. Baue ein Gebäudeteil oder verbessere auf Stufe 2. Den Kopf einer Boss-Kreatur beschaffen. Ja, ist halt auch die Frage, dieses Verbessern auf Stufe 2, muss ich das manuell machen? Also im Sinne von, gehe ich da an eine Werkbank oder irgendwas und hau darauf wie in anderen Spielen und das wird dann besser? Oder muss ich das im Wissensabteil machen quasi und upgraden mit XP? Jetzt schauen wir mal. Ich spare mir jetzt mal jeglichen Kampf hier unterwegs, damit ich möglichst viel Waffenhaltbarkeit noch habe. Obwohl, die kann ich hier nicht links liegen lassen. Komm her, kriegst du auch. Sehr schön. So, die werde ich jetzt auch nur einmal so... Naja, wobei Holz und so. Und auch das brauche ich nicht. Ich will jetzt nicht unnötig viel rumschleppen, besonders Holz und Stein und so. Das kriege ich überall wirklich. Das wäre jetzt absolute Verschwendung. Auch den nehme ich jetzt nicht aus. Darum geht es jetzt nicht. Ein bisschen rechts halten. Kommt der? Nee, ne? Ah, doch. Die paar Teufel hier, ich höre noch ein paar mehr. Ey, ey, hallo, Finger weg. Ah. Nicht versehentlich die Babys da treffen. Das ist für eine Gastfreundschaft. Ja, komm mal her. Ich brauch dich. Noch 4 von deinen Ottos. Da? Nee. Drüben haben wir ein Feuer. Ich glaube, da bin ich auch so schon mal gewesen. Was war das denn? Noch ein Teufel. Nee. Der gehört mir. Boah, Finger weg. Finger weg, Freundchen. Gern geschehen. Der läuft da unter Wasser.
Schauen wir mal, wie weit wir sind. Ja, ein bisschen dauert es noch bei der Brücke und dann ist es nicht mehr weit. Ich hoffe, dass ich das auch richtig verstanden habe. Flussende links. Morgen. Na, guck mal, hier oben, der kriegt noch was. Hier bin ich, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Ich glaube, die haben hier so auch nichts dabei, was ich jetzt unbedingt mitnehmen müsste. Die haben auch keine Kiste. Nee. Einen schönen Baum haben sie hier. Da haben wir noch ein paar Teufel, sehr gut. Zwei, du gehörst dazu. Hast du noch einen Kumpel in der Nähe? Da. Oh, der explodiert. Hohoho. Hey, 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 ganz gut. Die Pfeile sollte ich mitnehmen. Wo bist du? Da. Zack. Nee, er hier. Herausforderungs-EP. Was sind denn eigentlich die anderen Herausforderungen? Vielleicht sollte ich mal so rangehen. Eine Waffe herstellen. Leichen töten. Das kann ich auf jeden Fall machen. Aber 10, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen viel. Das hält halt so auf. Guten Morgen. Ach, wie schön das mit so einem richtigen Schwert ist, was nicht so ewig braucht. Da macht das gleich viel mehr Spaß. Obwohl ich auch so schon so viel Spaß dran habe. Hallo. Na, da haben wir es. Siehst du schon die Brücke? Ja, Tatsache. Da haben wir noch ein Auto zu stehen. Ja, gut, aber da kann ich ja vielleicht vorbei. Und hier bin ich tatsächlich auch noch gar nicht gewesen. Ich war ja auf der Brücke und bin dann wieder zurückgegangen. Da oben war diese Teufelshöhle. Wollen wir mal schauen, ob ich hier den richtigen Weg finde. Ah ja, was geht?
Hundertjähriges Ei, ist das nur Essen? Diese Methode zum Haltbarmachen von Eiern stammt aus den entfernten Kitai. Die Details unterscheiden sich in den verschiedenen Völkern, aber meist kommen dabei Ton, Asche, Salz oder Kalk zum Einsatz. Das so haltbar gemachte Ei wird dann dunkelgrün. Wer es nicht kennt, isst solche Eier meist nur aus Verzweiflung oder wegen einer Mutprobe. Manchmal wird die überlieferte Methode nicht präzise eingehalten. Ein mangelhaft konserviertes Ei kann nach dem Verzehr schlimme Krankheiten verursachen. Okay. Oh, hier ist ein bisschen was los, Leute. Ich glaube, ich bin richtig. Oh, das haut rein. Wenn ich den treffe. Ach, die haben mich doch gar nicht gesehen, kann das sein? Ha, sag doch was. Da steht er direkt neben mir. Ich glaube, die haben mich noch nicht gesehen. Ach. Mich jetzt auch gewundert. Da stehen aber einige rum, die nichts zu tun haben. 1, 2, 3, 4, 5. Sie betet da. Die kriege ich auf jeden Fall schnell, wenn ich mich ein bisschen geschickt wäre. I see prey of green. Oh, der ist ein bisschen. So, schauen wir mal, ob ihr irgendwas Sinnvolles dabei habt. Er hat tatsächlich. Hab ich das jetzt alles eingesteckt? Nee. Leuchtende Essenz, damit kann ich länger unter Wasser atmen, glaube ich. Das war das. Was haben wir hier? Nichts Wichtiges. Sehr cool, dass der da so liegt. Ach, wie cool das ist. Oh, was haben wir denn hier? Na nee, das ist so ein Ding, das bringt mir jetzt nichts. Hier haben wir ein bisschen Cash. Schön. Was ist das denn hier? Getrocknete Beeren? Okay. Oh, ho, 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 wie cool das aussieht. Na? Okay, da habe ich gar keine Chance. Zack.
Steindolche. Ah, die Knochen vielleicht. Wobei, ich habe auch so viele Knochen im Lager. Die sind jetzt gerade nicht so. Was haben wir denn hier? Nichts. Deko, ja? Okay. Pfeile sind immer nicht verkehrt. Die Beeren nehme ich auch mal noch mit. Ich bin bei 40%. Nochmal, komm. Geister. Buongiorno. Es lohnt sich, einen großzügigen Vorrat an Gleitmitteln und Ölen zur Hand zu haben. Ich konnte dadurch beim Wachwechsel aus den Fesseln schlüpfen, die mich an das Rad der Schmerzen banden. Ich lief durch die Wüste, bis ich das Dorf nicht mehr sehen konnte. Ich umging die Außenmauern der verfluchten Stadt und habe es bis hierher geschafft. Für ein Ödland gibt es in dieser Wüste sehr viel Leben und zahlreiche Seelen, die eine warme Umarmung und einige sanft geflüsterte Worte sehr gut gebrauchen können. Dennoch werde ich mich hier nicht niederlassen. Die verfluchte Stadt thront über mir wie eine Bestie und ich finde in ihrem Schatten einfach keine Ruhe. Außerdem habe ich nicht vor, mit einem Skorpion zwischen den Beinen aufzuwachen. Mir reicht schon der Unfug der Einheimischen. Ich werde dem Fluss folgen, mal sehen, wohin er führt. Sehr schön. Was haben wir hier? Teerkugel. Wie muss ich jetzt... Was hat sie denn? Drücke E, um zu interagieren. Gut, das hatten wir jetzt. Das ist damit jetzt... Komm her. Ah, jetzt kann ich meine Haare kämmen. Alles klar. Sehr schön. Knochenpfeil nehmen wir mal mit. Gereinigtes Wasser und die gesalzenen Beeren. Gute Nacht. Oh, was ist das denn hier? Samttornister. Seite mit fehlgeschlagenem Zauberspruch. Spruchrolle. Skelos Kultistenmeister. What? Bestickter Samttornister eines Zauberers. Benutzen. Karte eines toten Zauberers. Okay, gibt's nur diese eine Höhle hier eigentlich? Cool. Oh, cool. Wer denn? Ach, er hier. I will drink your blood. Ja, viel Spaß. Jörg, what was that? Ah, ihr nervt. Ihr nervt, Leute. Hallo. Ganz ruhig, Kinder. Ganz ruhig. So, das hatte ich bereits. Der war schon. Nichts weiter.
Okay. Frage, ist hier noch irgendwo eine Kiste? Wahrscheinlich hier hinter. Dafari-Schwert 15. Ach, da vorne. Obwohl ich sollte... Ihr seid aber schwer zu sehen, da ist ja... ist schon gefährlich. Die Abschaumtiefen. Top Name auf jeden Fall. Okay, das scheint sich vielleicht zu öffnen, wenn hier Blut lang fließt. Kann das sein? Das Relikt. Okay, das endet hier. Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich das gerade gegessen. Ja, weiß ich nicht. Also hier ist jemand ermordet worden. Und diese Rillen lassen darauf schließen, dass sich das vielleicht mit Blut füllt und dann... Weil der ist ja da runtergegangen. Muss ich jetzt jemanden herlocken, der dann gegen mich kämpft? Das hätte ich vorher wissen müssen. Das ist ja ein bisschen sehr willkürlich irgendwie. Finde ich hier noch ein Otto. Aber ich soll das ja auch zerstören, ne? Ich soll ja da nicht Party machen. So, ich schau noch mal eben. Steht doch schließen mit E. Leute, keine Ahnung. Leider gibt es hier auch keinen Hinweis. Ah, vielleicht doch. Water flows through our city. From untainted sources in the high places. And down through the mighty aqueducts that we built to sustain us. And the sewers carry away the waste from the city,
washing it away in a torrent of pure, clean water. Slave, you have been chosen to maintain those sewers, to sweep away the debris and creatures which gather in the foul-smelling darkness. Be honored, bonded one, and be wary. Strange things grow in the gloom of those tunnels. Hat mir jetzt nicht wirklich geholfen. Vielleicht sagt er hier drüben ein bisschen was anderes oder nichts. Water flows through our city. Okay, danke. From untainted sources in the high places and down through the mighty aqueducts that we built to sustain us. And the sewers carry away the waste from the city, washing it away in a torrent of pure, clean water. Tja, blöd jetzt. You have been chosen to maintain those sewers, to sweep away the debris and creatures which gather in the foul-smelling darkness. Be honored, bonded one, and be wary. Strange things grow in the gloom of those tunnels. Weiß ich nicht. Kann man da von selbst drauf kommen, was man hier machen muss? Das ist ja... Also... Was wollt ihr denn? Denn derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, von wegen, dieses Relikt findest du da hinten, er hat doch geschrieben, Bogen nicht vergessen. Was natürlich ein guter Hinweis ist, allerdings, also mir ergibt sich häufig nicht so, was zu tun ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so mega kompliziert ist und sowas wie, ja, du musst erst vorher dreimal im Wasser dich drehen und warten, bis der Mond hell genug ist. Keine Ahnung. Aber was mich interessiert ist, was das da ist. Ist das normaler Stein? Ja. Schade. Ja, ach Mann, wie ärgerlich sowas ist. Ich... Keine Ahnung. Ich soll das zerstören? Was der da brabbelt, macht in meinem Kopf auch keinen Sinn. Frage ist, ist das da oben das Relikt oder ist das hier das Relikt? Oder führt das dahin? Ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass ich wüsste, dass man irgendwie... irgendwas hinlegt oder so, dass man sagt, ja, dann legt da irgendwie Blut hin oder irgendwas. Oh Gott.
Also ich würde sagen, ich muss hier jemanden töten. Aber hier ist keiner mehr. Das wäre ja auch irgendwie Quatsch anzunehmen, dass man das wüsste, oder? Jetzt sind da noch ein paar, aber... Ey, ihr Spackos, kommt mal her kurz. Ja. Komm mal her. Ich muss euch was zeigen. Komm mal mit. Aber kommt auch mit. Ist gleich hier oben. Ja, so ist gut. Dann schauen wir mal, ob das klappt. Ja, die kommen mit rein. Sehr schön. Guck mal hier, komm mal rauf hier. Aber jetzt stehe ich hier oben drauf. Gut, da sind diese kurzen Respawn-Zeiten der Gegner natürlich ganz praktisch. Oh ja. Danke, interessiert mich nicht. Warte mal, was wird denn, wodurch wird denn dieses Feuer angetrieben? Durch diese Dinge da unten vielleicht? Leuchtschleim. Nee, das ist immer noch da. Ich nehme das jetzt gerade mal mit, einfach weil ich das gerade zum ersten Mal hier gesehen habe. Ob das relevant wird, keine Ahnung, aber vielleicht kann ich mir dadurch ja so eine schöne Stirnlampe oder so bauen. Thank you.
Mal schauen, ob es hier noch irgendwas zu sehen gibt. Das sieht mir irgendwie so aus, als ob man hier... Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch einfach nicht. Was ist denn jetzt? Ah, okay. Mhm. Nichts zu bewirken. Ich will jetzt eigentlich auch ungern reinspringen, denn ich weiß nicht, ob ich da wieder rauskomme. Okay. Nein, hör doch auf. Das ist aber fies, ey. Da kann ich nicht hoch. Oh, geht das einfach automatisch immer wieder hoch? Warte ich mal kurz. Atemluft. Okay, Leute, los geht's. So, da geht's lang. Sieht jetzt irgendwie nicht so einladend aus. Hier was? Ah, sorry, muss ich ja probieren. Säurebart. Sehr schön. So, wer will denn jetzt hier Ärger? Komm, du willst Ärger? Na, komm her. Was geht denn jetzt ab? Alter.
Kadaver tot. War da nicht irgendwas mit Töte eine Leiche? So, nächste Frage. Haha. Ach ja, Eisenbahn. Dann muss es halt so gehen. Alter Jungs, ganz ruhig. Oh, ruhig, Leute, ruhig. Der Papa ist doch da. Ausdauer ist halt echt fies hier. Ein weg, ein weg. Leute, ey. Hier, Kristall. Und. Oh. Ah, nee, ist Stahl, ne? Okay. Gibt's hier was? Nein. Ja, ich sehe das Licht, aber. Oh. Ja, aber vier Feinde, auch wenn einer allein nicht so super viel aushält, aber vier, das merkt man dann schon. Komm her, du Otto.
Komm mal her. Ja. Gut, dass ich den anvisiert habe. Cadaver. Abracadaver. Ciao, Alter, Leute. Oh, und kein Schild, ey. Oh, Mann. Down. Kuckuck. Ah. Wieso hängen denn die Pfeile hier in der Luft? Robbe oder was? Ich gebe dir ein bisschen was. Du bist down. Du bist hässlich. Mhm. Kadaver tot. Gib mal was. Ah, geil, Leute. Kann ich da rein? Sieht giftig aus. Das Rote interessiert mich aber. Das geht nicht, ne? Kriege ich aufs Maul, wenn ich da reingehe? Du hast neues Wissen erworben. Kriechtierkunde, abgründiges Schwert, abgründiger Dolch. Ah, wie gut das ist. Wie angenehm, nicht megamäßig schwer das jetzt war. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das muss eine richtige Challenge sein, das muss alles wie Dark Souls sein und so. Ich sehe das nicht so. Ich finde, das muss unterhalten in erster Linie. Und dann kann das eben auch sowas sein. Und dann kann man sich da halt verstecken und dann ist es halt so ein bisschen langwierig, aber funktioniert auf eine gewisse Weise. Und das finde ich sehr gut hier. Wo bin ich denn? Ach, sehr schön. Das war toll, das war... Das hat Spaß gemacht, Leute. Wir machen jetzt aber mal kurz
Wie war das? So. Ach cool, jetzt muss ich erstmal schauen, was ich da überhaupt alles zusammengesammelt habe und so. Und Leuchtstab. Ah, Tatsache. Also diese Kräuter haben ein bisschen was gebracht. Leuchtschleim, okay. Ja gut, wie gesagt, vielleicht ändere ich das mit der Nacht nochmal, damit das auch einen Sinn hat. Aber diese Dungeons haben wir jetzt auch tatsächlich, waren jetzt nicht so super hell. In diesem Auge scheint eine unmenschliche Intelligenz zu funkeln. Die Kreatur, von der es stammt, war ein übernatürliches Wesen. Und dieses große, nachgerade, hypnotische Auge erklärt, wie die Bestie ihre Beute in ihren Bann zog, um sie dann zu verschlingen. Obwohl die Fähigkeiten des Auges mit dem Tod der Kreatur offenbar erloschen sind, ist es immer noch eine beeindruckende Trophäe. Das ist richtig, Leute. Schauen, was ich damit machen kann. Ansonsten Beeren und ich habe... Ach doch, da ist was Neues. Ein Stab mit einem Schlangenschädel. Ich bin wieder zu Hause. Was ich erlebt habe, das glaubst du nicht. Leute, dann würde ich sagen, krasser Erfolg, hat richtig Spaß gemacht, wirklich cool. Danke an denjenigen, der geschrieben hat, dass das da hinten ist, sonst hätte ich das in 1000 Jahren nicht gefunden. Aber ich freue mich auf mehr Dungeons und mehr Bosse und mehr zu tun und haut gerne mal die Kommentare raus, was ich da mit diesem Auge machen kann und so. Wenn das nur eine Trophäe ist, dann ist auch cool. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut, bis dahin. Ciao.